die guten Spackschrauben. Jo, hi Onliners, heute ist der 28.04., der 28. April 2013. Es ist Sonntag. Es regnet nicht mehr. Da ist sogar blauer Himmel zu sehen. Aber die Sonne lässt noch auf sich warten. Und da ist das Schnuffel, was den Leimring anklebt. Was versucht, wolltest du sagen? Was versucht, den Leimring anzukleben? Mit viel Fluchen. Ja, und einem Riss im Leimring. Dann kleb einfach einen anderen drüber. Oder soll ich das machen? Ja, jetzt ist auch damit nämlich in unsere Kirschen keine Viecher kriechen und wir die essen können. Nom nom nom. Und unser selbstgezogener Pfirsichbaum oder Bäumchen hat schon die ersten Nächte draußen verbracht und sieht noch ganz gut aus dabei. Soll auch noch ein bisschen beschnitten werden. Und das da ist die Anas-Petersilie. Selbstgezogen. Hat sich auch wieder aufgerichtet. Die wächst hier draußen schneller als drin. Boah, guck mal, wir können schon bald Johannisbeeren ernten. Ganz viele Blüten. Und da erstmal. Johannisbeeren, wie like. Alter, das ist so krass, das Zeug. Wächst wie so. Na gut, Sonne kommt ja wieder raus. Wollen wir erstmal frühstücken. Die Feige hat sogar schon Sonnenbrand. Was sagst du? Hast du schon seit letzter Woche? Ja, das war bevor wir die Markise eingeschaltet haben. Dann nehme ich einen Clean. Für meinen Haselnuss habe ich schon umgefüllt. Haselnuss habe ich nämlich auch schon gekleint. Einmal oben für den Hasen. Low Carb? Ja, immer oben, für den Hasen, damit er nicht immer suchen muss. Und Miss Low Carb sortiert unsere Lebensmittel. Ja. So, und Mr. Stichsäge und Akkuschrauber baut eine neue Abdeckung für unsere Sickergrube, solange wie wir sie noch haben. Weil sie ja schon anfangen zu baggern. Aber ich habe gesagt, vor Frühjahr nächsten Jahres werden wir garantiert nicht eingeschlossen. Weil die haben ja allein für die Ringleitung drüben in der Straße schon einen Monat gebraucht. Dann brauchen sie bei uns einen Monat, dann brauchen sie da hinten noch einen Monat. Dann müssen die einzelnen Grundstücke angeschlossen werden und dann ist das Jahr zu Ende. Weil ja der Kackfrost unseren Deckel hier gesprengt hat, bastel ich heute einen neuen. Und da ist keiner aus Beton irgendwie zu kriegen ist vernünftig, also so für Geld, wo sich's auch lohnt, gibt's einen Holzdeckel als Provisorium. Muss ja quasi nur ein Jahr halten. Mal schauen, wie ich mich dabei anstelle. Gut, angezeichnet. Anschlagwinkel. Das bekannte Winkeldings. Du hast gesagt Winkelding. Ja, nee. Hast du? Ja. Meine Knieschoner. Nein, da die Handschuhe. Auf geht's. Ja, yeah, unsere parkettgepimpte Säge. Mit Filzgleitern. Kleinholz. Der Deckel ist ja quasi schon fertig. Sieht man noch schon, was es werden soll. Das ist die Breite. Jetzt wird die quer verlattet und dann anschließend müssen wir einen Kreis draus sägen. Das wird nochmal lustig. Und der nächste Schritt. Und geschraubt. Ja, da fehlen noch welche, aber ich musste den XO erstmal zum Aufladen stellen. War halt nicht ganz voll. War nichtsdestotrotz. Das. Ja, sieht okay aus. Aber wenn ich ganz gerade Bretter nimmt, dann ist halt die Oberfläche auch nicht ganz gerade. Ist ja nur ein Provisorium. So, von der Breite her ist es okay. Und wie Diana schon befürchtet hat, werde ich natürlich einige Schrauben wieder mit wegsägen. So ist das Leben. So, jetzt brauchen wir einen gigantischen Zirkel. Um da 71 cm Kreis zu machen. Jo, gigantischer Zirkel, check. Hier oben eine Nagel, 35 cm und ein Bleistift dran. Jo, auch erledigt. Jetzt müssen wir nur den Kreis ziehen. Jawohl, Kreis gezogen. Nicht schön, aber man kann ihn sehen. Und fürs Sägen muss es reichen. Unser improvisierter Sägebock. Kann man sie noch sehen? Ja. Und gesägt. Ja. Und wer glaubt, es wäre vielleicht lustig, unser Nachbar zu sein, der darf nicht vergessen, ich mache solche Sachen sonntags. Und auch während der Mittagszeit. Weil es gibt keine staatliche Ruhezeit. Das ist großer Quatsch. Den gibt es in Hausordnung. Und in der Nähe von Krankenhäusern und Friedhöfen haben wir hier nicht.
Gut, rund gesägt. Fertig mit der lauten Arbeit. Gut, der liegt jetzt falsch rum da drauf, aber sieht doch so aus, als wenn er dahin gehört, ne? Ja, guck mal, wie viele Gänseblümchen hier unterwegs sind. Die sind ja ganz schön, wenn sie den Rasen nicht verdrängen würden. Unseren Garten, den gestalten wir dies Jahr auch noch um, auf jeden Fall. Und nicht nur, weil wir hier komplett alles aufbuddeln müssen, um unser Abwasser nach vorne zu legen. Mich macht es an, dass es laut ist, aber ihre Musik hört man bis draußen. Get it on, Babe! Lass mal so eine Dose aufkriegen. Imprägniert ist es auch. Jetzt muss es nur noch trocknen. Und dann kann ich die letzten Schrauben noch reindrehen. Dann dürfte auch das Ding wieder aufgeladen sein. Und dann kommt noch der Henkel, der da oben in der Tüte drin ist, oben dran. Und dann können wir es auf die Grube legen. Hoffentlich. Also ich habe nur noch ziemlich rund hingekriegt. Da kann man eigentlich nicht wirklich meckern. Ist mit Sicherheit nicht komplett überall der Kreisbogen gleich, aber so im Wesentlichen würde ich mal sagen, hat das ganz gut funktioniert. Gut, während es trocknet, kann ich ja eigentlich mal oben im Schlafzimmer die Schubladen richten. So, als nächstes noch den Griff da drauf. Und dann ist er fertig, der Deckel. Olaf, sein Schild ist fertig. Er hat Olaf aber ganz schön schwer dran zu tragen an seinem Schild, oder? Ja, vor allen Dingen kann Olaf da nicht so richtig anfassen. Ja, weil die Schilder nämlich immer einen für den Arm und einen zum Anfassen haben. Na dann, Deckel ist fertig. Ja, okay. Komm. Komm, erstmal die anderen rausholen. Raus geht der Betondeckel. Und wenn ich jetzt das Ganze... Heb's an. Und da hat Schnuffel doch die Hälfte geschafft. Mach ich die andere Hälfte. Gefährlich, gefährlich. Da ist noch einiges an Platz. Wenn die Jungs wobei nicht. Wirklich, weil da ist das Rohr. Ja. Ja. Yeah. Hätte ein bisschen größer sein können, aber... Weil jetzt läuft natürlich dann der Regen da mit drin, aber... Ich dachte, ihr was verraten. Aber bei der anderen auch so. Nicht, ja, Schatz. Normalerweise müsste der schon halten. Ja, der Sache sagen. Auch nicht. Ja, kleine Planänderung. Da es ja heute Schmorbraten geben soll. Richtig dicken Schmorbraten. So mit Zeug. Bereite ich den erstmal vor, weil der ja alleine bei dem Gewicht 2,5 Stunden schmoren muss. Deswegen bereite ich erstmal lecker Zwiebeln und Knoblauch an. Da kommt der dann mit rein und muss erstmal angebraten werden. Und dann kommt hier so eine lustige Mischung aus Zwiebeln, Sellerie und statt Möhren Butternusskürbis damit rein. Das Ganze dann 2,5 Stunden schmoren. Hier habe ich so eine lustig zusammengestellte Gewürzmischung. So Waldkräuter. Ja, und eine halbe Stunde vor Ende bereiten wir dann die Pilze vor. So eine getrocknete Edelpilzmischung, die hatten wir noch. Muss ja auch mal alle werden. So, das Bratgemüse hier noch ein bisschen mitbraten, kurz. Und dann ablöschen mit Wasser, weil Alkohol ist ja momentan schlecht. So, Wasser ist dran. Solange das noch im Beruhigen ist, mache ich schon unsere Kräutermischung dran. Aloe-Blätter. Und eine von mir ausgesuchte Kräutermischung. So, runtergestellt haben wir, das wird sich auch gleich beruhigen. Dann sehen wir uns in 2,5 Stunden wieder. Eigentlich sehen wir uns schon früher wieder, weil ich die Pilze vorher auf klar machen muss. Bauleiter würde ich es abschreiben. Bauleiter, Baustelle 2. Bauleiter. Ja, mit abgeplant. Ja, schleif's doch ab. Eben gerade draußen, das konnte man auch nur ein bisschen hören. Von wegen, dir ist mein Segen peinlich. Ich weiß, ich bin pingelig. Ja, viel zu pingelig. Ja, mach ja nichts. Muss ich ja machen. Guck mal. Beschlagen. Alter, sieht der lecker aus oder sieht der lecker aus? So, jetzt müssen wir noch die Pilze machen. Auch schon eingeweicht.
Und dann haben wir Essen. Mit Pilzen. Und? Kommen Sie zu, Hunger. Und das Ganze aufgeschnitten. Ja, weil ist nicht so, als hätten wir nie eine Fleischgabel. Alter, das war awesomest lecker. Wirklich super lecker. Ne, Schnuffel war sehr lecker. Leckerlich. Und da wird der Grill für den 1. Mai vorbereitet. Das ist auch cool. Die Abendstimmung. Und kein Handy in der Tasche. Kein Instagram-Foto. Vielleicht morgen. Tschüss, Schnuffel. Tschüss.